Hallo ihr Lieben, heute haben wir das fünfte Türchen vom Kalender geöffnet. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu meiner Schwiegermama, die mit dem Kleinen noch besuchen, noch ein bisschen wegen Nikolaus besprechen, weil wir die Große ja auch morgen wieder haben, übers Wochenende. Und da fahren wir jetzt hin, sind wir jetzt im Auto schon unterwegs. Hinter mir schläft der Kleine, der macht jetzt Mittagsschlaf, ist eingeschlafen schon zu Hause. Joa, fahren wir jetzt hin und dann müssen wir noch ein paar andere Wege erledigen. Nee, ich finde es nicht. Ha, hier. Noch ein paar Einladungskarten für die Hochzeit müssen wir auch noch verschicken heute. Heißt verschicken, abgeben. An die, die wir persönlich abgeben. Und nicht verschicken. Boah, so ein Idiot hier vor uns. Und die geben wir dann höchstpersönlich ab, beziehungsweise packen sie im Briefkasten, wenn diejenigen nicht zu Hause sind. Und ansonsten machen wir heute einen sehr chilligen, sehr ruhigen Tag. Und wir sehen uns später. Tschüss! Ich habe noch ein paar aktuelle Neuigkeiten für euch. Und zwar mit unserer Wohnung, das hat klappt, zumindest das klappt. Ich kann nächste Woche den Mietvertrag können wir unterschreiben. Juhu, endlich, geil. Ich freue mich. Und dann können wir Ende Januar anfangen mit Renovieren. Die Wände bunt streichen, in Küche und Bad müssen noch Fliesen verlegt werden. Der Boden ist Gott sei Dank noch relativ in Ordnung. Ist zwar Linoleum, was nicht so meins ist. Aber im Großen und Ganzen ist dann auch in Ordnung. Im Kinderzimmer, naja, wenn Kinder halt spielen, dann geht das auch mal eine Delle in den Boden. Aber das ist normal. Nicht so dramatisch. Oh, scheiß mal den Übergang. Und Gorbe. Oh. Ja. Und wir haben schon sehr viele fleißige Helfer. Ich hoffe, dass das auch alle kommen können. Das ist dafür extra aufs Wochenende verlegen, damit es auch wirklich alle kommen können. Verschicke macht heute mal für euch. Und dann geht's los mit Renovieren. Das wird ein buntes Erlebnis. Ich halte euch dann definitiv, wenn es losgeht mit Renovieren, halte ich alles fest. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie bunt das wird, welche Wände weiß bleiben. Und ich werde vor allem, wenn die Wohnung erstmal leer ist, zeige ich euch, wie sie aussieht. So viel erstmal zur Wohnung. Zum Gewinnspiel. Bis jetzt leider nur zwei Personen, die bis jetzt am Gewinnspiel teilnehmen. Ist allerdings aber auch jetzt noch nicht so schlimm, weil es geht ja noch bis zum 22. Dezember. Und bis dahin habt ihr noch die Chance, daran teilzunehmen. Wie gesagt, einfach unter dem anderen Video. Oder bei Facebook, bei dem Post, was ich gemacht habe, ein nettes Kommentar drunter schreiben. Egal, ob es einfach ein nettes Kommentar zu mir ist oder zum Video. Oder jetzt nettes zu Weihnachten. Das ist ganz euch überlassen. Schreibt einfach was Schönes drunter und schon nehmt ihr an der Verlosung teil. Ich freue mich schon drauf. Ich werde auf alle Fälle das Video dann machen, wenn ich die Namen ziehe. Damit nicht irgendwelche Gerüchte falls aufkommen, dass ich jetzt hier irgendwelche Leute bevorzugt habe, weil ich mit denen privat auch befreundet bin. Also werde ich direkt ein Video dazu machen, wo ihr genau sehen könnt, dass ich die auch wirklich aus einem Lostopf ziehe und keiner bevorzugt wird. Unser Tino-Bärchen ist heute genau 8 Monate auf den Tag. Sag mal hallo, Tino. Hat gerade eine super leckere Reiswaffel vertilgt. Kleine Stückchen, mein ganz klappt noch nicht so wirklich. Oh, untergefallen. Na, Papa, schieb rein. Ist das lecker? Ist das lecker? Was denn? Tino! Oh! Prost! Wo kam der denn her? Guckst du, Papa? Guckst du, Papa?
Hier. Da bin ich wieder. Ja, wir waren bei meiner Schwiegermama und sind auch schon längst wieder zu Hause. Hatte nur noch keine Gelegenheit, jetzt großartig zu filmen. Dann, wo wir zu Hause waren, haben wir überlegt, was könnten wir jetzt zum Abendbrot essen? Wir hatten alle irgendwie Hunger. Meine Eltern auch. Und da haben wir dann beschlossen, zum Chinesen zu gehen, weil heute Donnerstag ist und da ist immer Buffet essen. Das war super lecker. Mmh. War ganz lecker. Und den Tino hatten wir auch mit. Der hat sich tierisch gefreut. Der saß allererste Mal in so einem Hochstuhl im Restaurant und naja, so wirklich geheuer war es ihm nicht, weil es ein bisschen groß war. Die Sitzfläche hat keine Sitzverkleinerung gehabt. Aber war sehr artig, der Kleine. Und was das Geilste war, wo wir beim Chinesen waren, die haben neben dem Restaurant ist ein Baum und da ja Winter ist, ist ja kein Wetter dran, ne? Ist ja logisch. Und da haben die eine Lichterkette, die so eine kleine Blüten hat als Glühbirnen, die so Art wie so Kirschblüten aussehen. Und mit dieser Lichterkette, da haben die kaum, wie viele es waren, das müssen bestimmt um die 10, 20 Lichterketten gewesen sein. Da hatten die um jeden Ast von diesem Baum so eine Lichterkette drum gewickelt. Und das war beleuchtet. Ey, das sah so geil aus, Leute. Ey, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das war ein super Anblick. Also, oh, geilo. Ja, jetzt sind wir zu Hause. Jetzt wird ein bisschen gechillt. Fernsehen geguckt. Heute kommt Ice Age 2. Jetzt haut's. Ja, Bällchen ist schon im Bettchen, der Kleine. Und der war auch schon hundemüde. Und mal gucken, wann er morgen früh kommt und sein kleines Nikolausi angucken kann. Aber darüber erzähle ich euch erst morgen, was alles so in die Nikolausstiefel reinkommt oder drinne war. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen 5. Dezember und genießt den Tag, auch bei diesem stürmischen Wetter draußen. Und wir sehen uns und einen fleißigen Nikolausi. Tschüss!